Mein Name ist Steffen Steinbeck. Ich habe 1979 bis 1981 Fischer gelernt, war 5 Jahre damals im VIB tätig und bin ab 1. Januar 1986 hier Müritzfischer. Mein Großvater war schon Fischer und mit dem bin ich natürlich als Kind aufs Wasser gefahren. Das gehört sich nun mal so. Mit Opa mit Stellnetze stellen, Reusen heben. Und da ist die Idee entstanden, ich muss Fischer werden. Wir haben zu Hause ein eigenes Haus, ein Gehöft gehabt mit Vater, dem wir Schmidt, und der hat immer gesagt, Jung, du war mal Fischer, für einen gerückerten Ort siehst du immer noch ein Düvel tanzen. Und so ist Duck West. Und bis jetzt habe ich nichts bereut, gar nichts. Den Reiz meiner Arbeit, erstmal hier auf dem Wasser zu sein und Reusen zu stellen früher oder Reusen zu heben. Sie sehen ja selber, die Weite hier, die Größe, weil wir sind jetzt hier auf dem Körpinsee, die Müritz ist noch ein bisschen größer noch. Alleine die Weite, man ist so klein auf dieser großen Müritz, wenn man da so ist. Das ist schon erstmal der Reiz, denn mit dem Wetter, Leben in der Natur, Leben mit der Natur. Ist das Wetter gut, bist du auf dem Wasser, hast du ein Wetter wie jetzt, innerhalb von einer Viertelstunde, halben Stunde kann Gewitter aufziehen, denn es ist ein Hexenkessel. Das macht auch den Reiz aus. Also ich will mal ganz ehrlich sagen, es ist Mitte, Ende August. Allerdings war jetzt auch die letzten Tage kein Wind. Wenn wir jetzt hier hätten richtigen Nordwestwind und der auf diese Reuse draufgestanden hätte, hätten wir vielleicht ein paar mehr Aale gehabt, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber für Mitte August bin ich ganz zufrieden mit dem. Wir haben ein paar Aale, wir haben ein paar Barsche. Doch, ich bin ganz zufrieden. Ja, es kann immer mehr sein. Aber wir wollen ja keinen Raubbau betreiben. Wir wollen ja nachhaltig fischen. Und wir haben den kleinen Barsch wieder reingeschmissen. Und ich bin zufrieden, natürlich, klar.